Nach all diesen Ayat, und es sind viele im Koran, und nach all den Ahadith, und es sind viele in der Sunna, gibt es Leute, die sagen, das Ausrechnen ist uns lieber und sicherer. A'udhu billah. A'udhu billah min hadha al-qawl. Und wallahi, diejenigen, die das sagen, die auch wissen, was sie sagen, wir sagen ihnen, ihr seid weit entfernt von der Sunna. Denn wenn ihr die Sunna lieben würdet, würdet ihr nichts bevorzugen als die Sunna. Und wir reden hier über eine religiöse Angelegenheit, liebe Geschwister. Wir reden nicht über eine Dunya-Angelegenheit, ob du deine Spaghetti 5 Minuten kochst oder 8 Minuten kochst, ob du auf dein Brot Marmelade mit Käse schmierst, darüber reden wir nicht. Wir reden über eine religiöse Angelegenheit. Und wir haben einen Grundsatz in der Religion, dass alles, was die Religion betrifft, du brauchst einen Beweis dafür, ob du das praktizieren darfst oder nicht. Wenn du keinen Beweis hast, dann darfst du diese Sache nicht praktizieren. Das ist unsere Religion. Stellt euch vor, jeder kommt uns und bringt uns eine neue Sache herein. Wenn wir das Gebet beginnen, dann heben wir unsere Hände und sagen Allahu Akbar. So eröffnen wir das Gebet. Und mit dem Allahu Akbar ist unser Gebet damit gültig. Aber wenn einer jetzt kommt und sagt, ich sage La ilaha illallah, schön, wunderschön, Tawhid, La ilaha illallah, Shahada. Aber will Allah das? Nein. Hätte Allah das gewollt, dann hätte er den Gesandten sallallahu alaihi wasallam das offenbart. Wir sagen Allahu Akbar und nicht La ilaha illallah. La ilaha illallah ist schön, aber es geht nicht um schön. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal uns über die Leute, die Bid'a machen und ihresgleichen, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Siehst du denjenigen, den Shaitan seine schlechten Taten ausschmückt? Shaitan lässt sie dir lieb und schön erscheinen. Allah Azza wa Jal sagt, siehst du denjenigen, den Shaitan seine schlechte Tat ausschmückt? So, dass er sie als etwas Schönes sieht. Allahu Akbar. So, dass er sie als etwas Schönes sieht. Ya dakir al-ashab, kum mutadiban.